Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen kurz die Bestandteile eines Qualitätsregelkreises mit ein paar Beispielen. Bevor wir einsteigen, eine kurze Erinnerung, was ein Regelkreis überhaupt ist. Bei einem Regelkreis stellen wir schematisch dar, wie ein bestimmtes Merkmal in einem Prozess gesteuert werden kann. Und der Kreis entsteht dadurch, dass wir im Rahmen des Prozesses beobachten, was für eine Ausprägung das Merkmal annimmt. Und ein Qualitätsregelkreis ist einfach ein Regelkreis, bei dem es um die Qualität in Produkten oder Prozessen geht. Daraus lernen wir und passen die Steuerung des Merkmals wiederum an. Und dann geht es immer wieder im Kreis und deswegen ist es ein Regelkreis. So, steigen wir ein. Hier haben wir eine allgemeine und abstrakte Darstellung eines Qualitätsregelkreises. Das Bild ist aus Seite 21 aus dem Buch Qualitätsmanagement für Ingenieure von Gerhard Linz, dritte Auflage. Und wir werden jetzt hier einfach mal die einzelnen Bestandteile nacheinander durchgehen. Da es sich um einen Kreislauf handelt, ist es quasi egal, wo wir anfangen. Steigen wir doch einfach hier unten bei der Qualitätsregelstrecke ein. Die Regelstrecke ist einfach der Unternehmensprozess, bei dem um den es im betrachteten Regelkreis geht. Bei einem kleinen Regelkreis, der sehr ins Detail geht, ist die Regelstrecke zum Beispiel der Teilprozess zur Herstellung eines bestimmten Bauteils. Aber beim Qualitätsmanagement geht es ja um alle betrieblichen Prozesse. Daher könnte die Regelstrecke auch ein bestimmter Organisationsprozess sein, zum Beispiel der Ablauf von Teamsitzungen. Und das sind die beiden Beispiele, an denen wir uns jetzt entlang hangeln werden. Im Rahmen der Regelstrecke, also des betrachteten Unternehmensprozesses, interessiert uns aus Qualitätsperspektive ein bestimmtes Qualitätsmerkmal X. Und Sie erinnern sich, das Qualitätsmerkmal ist die beobachtete Proxy, die beobachtbare Proxy für die abstrakte Qualität, also der Stellvertreter für die Qualität. Will heißen, das Qualitätsmerkmal ist messbar gemachte Qualität, also das, woran wir die Qualität in diesem Unternehmensprozess überhaupt festmachen können. Und für einen bestimmten Produktionsprozess könnte das zum Beispiel die Ausschussquote sein, also der Anteil der produzierten Bauteile, die unbrauchbar sind. In Bezug auf die Qualität von Teamsitzungen könnte ein Qualitätsmerkmal zum Beispiel die Länge der Sitzungen sein. Und wenn wir das Merkmal Groß X definiert haben in Bezug auf Qualität, dann erfassen wir die tatsächliche Ausprägung klein x über das sogenannte Qualitätsmessglied. Hier, da wird gemessen. Um zum Beispiel die Ausschussquote zu erfassen, könnten wir Strichlisten einführen. Und um die Sitzungsdauer zu erfassen, könnten wir zum Beispiel einführen, dass Beginn und Ende der Sitzung im Protokoll festgehalten werden. Die Werte, die wir mithilfe des Messglieds erfassen, sind, wie ich schon gesagt habe, die Werte klein x, also die tatsächlichen Ausprägungen der Merkmale groß x. Als nächstes haben wir den sogenannten Qualitätsregler. Das ist die Überprüfung an sich der gemessenen Werte klein x. Ne, denn wir haben jetzt hier die Werte für die Ausschussquote und die Sitzungsdauer. Woran messen wir das denn? Hier haben wir vorgegeben die sogenannte Qualitätsführungsgröße, klein w, das ist nichts anderes als die Einzelforderung, die Sie ja von den Grundbegriffen noch kennen, also die in der Planung vorgegebene oder die von dem Management vorgegebene Größe für das Qualitätsmerkmal x, die erreicht werden soll, also eine Zielgröße. Für die Ausschussquote könnte das zum Beispiel 5% sein, das ist die angestrebte Ausschussquote, und für die Sitzungsdauer könnte das zum Beispiel 20 Minuten sein. Das Management will, dass Sitzungen möglichst nicht länger als 20 Minuten sind. Die Führungsgröße W vergleichen wir mit der gemessenen Größe X und erhalten dann eben eine Differenz klein e. Das ist die sogenannte Qualitätsregelabweichung. Nehmen wir an, wir haben für die Ausschussquote tatsächlich 7% gemessen. Das ergibt dann die Differenz zur Regelabweichung. Die Differenz zur Zielgröße ist dann 2%, also haben wir eine Regelabweichung von 2%. Und für die Teamsitzung nehmen wir an, wir haben eine Sitzungsdauer von 40 Minuten gemessen. Das ergibt dann eine Regelabweichung in Höhe von 20 Minuten. So, auf Basis der beobachteten Abweichungen, 2% bei der Ausschussquote,
und 20 Minuten bei der Sitzungsdauer, setzen wir jetzt mit dem eigentlichen Qualitätsmanagement an. In der Terminologie der Regelkreise sprechen wir hier vom Qualitätsstellglied. Das ist dieser Teil hier. Und hier kommen die ganzen Methoden des Qualitätsmanagements ins Spiel, die wir im Rahmen der Veranstaltung noch kennenlernen werden. Was genau das ist, werden wir uns im Laufe der Veranstaltung anschauen. Hier nur ein paar Stichwörter, sowas wie Audit, statistische Prozesskontrolle, FMEA oder Quality Function Deployment. Das sind alles verschiedene Methoden des Qualitätsmanagements, die hier zum Ansatz kommen. Es kann auch ganz simpel sein, so dass zum Beispiel der Qualitätsmanager und der Verantwortliche des jeweiligen Prozesses sich zusammen überlegen, was denn gemacht werden könnte, um die Qualität zu verbessern. Und auf Basis der Qualitätsmanagementmethoden wird dann bestimmt, welche Parameter denn im betrachteten Prozess angepasst werden, um eine Verbesserung herbeizuführen. Diese Parameter, über die wir die Prozesse dann steuern, die Qualität der Prozesse steuern, nennen wir klein u, und das ist die Qualitätssteuergröße. Um die Ausschussquote zu verbessern, könnte zum Beispiel ganz einfach versucht werden, die Produktionsgeschwindigkeit zu verringern. Entschuldigung. Weil, wenn dann die Produktionsgeschwindigkeit geringer ist, könnte es ja sein, dass die Ausschussquote geringer wird, weil vielleicht die Maschinen zu schnell laufen. Oder es könnte beschlossen werden, dass die Maschinen öfter justiert werden. Oder was weiß ich. Das hängt ganz von dem jeweiligen Produktionsprozess ab. Es kann rein technisch sein, es kann auch auf der menschlichen Ebene sein. Was die Dauer der Teamsitzungen angeht, könnte eine Maßnahme sein, zum Beispiel bestimmte Regeln der Gesprächsführung aufzustellen, damit Gespräche sich nicht so oft im Kreis drehen. Oder eine Maßnahme könnte auch sein, dass der Teamleiter eine Schulung besuchen muss zu professioneller Gesprächsführung. Ne, wenn zum Beispiel das Management feststellt, dieses Team braucht hier immer ewig für Sitzungen, dann kann es auch mal sein, dass der Projektleiter eine Schulung machen muss, damit er das Team effektiver führen kann. Und wenn diese Managementmaßnahmen U, das sind hier die Managementmaßnahmen, wenn die dann implementiert wurden, schaut man sich wiederum den Unternehmensprozess an, um den es überhaupt geht. Den Produktionsprozess hier oder die Teamsitzung. Und man erfasst dann wieder im Prozess die Qualitätsmerkmale X, vergleicht mit den Zielwerten, das passiert hier, und beschließt dann wiederum Managementmaßnahmen, um eine Verbesserung zu erreichen. Und das geht im Prinzip immer wieder, so immer weiter, immer weiter. Deswegen ist es ja auch ein Regelkreis und wir sprechen auch von einem Kreislauf. Und wir wollen im Prinzip eine ständige Verbesserung erreichen, denn die Umwelt verändert sich stetig, die Produktionsbedingungen verändern sich stetig, Maschinen werden abgenutzt. Dadurch ist es in der Realität eigentlich unmöglich, eine konstante, hundertprozentige Erfüllung von Anforderungen zu erreichen. Von daher ist dieser Qualitätsregelkreis auch ein ewiger Kreislauf, wo wir immer wieder ein bisschen anpassen müssen, immer wieder Maßnahmen ergreifen müssen, um die Qualität zu verbessern.